Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, heute haben wir einen Trade am Start und einen Fanbrief, wenn man so möchte, Abo-Post. Also quasi eine leichte Folge für zwischendurch ohne Karten mit besonderem Wert. Wer also hier auf einen Chaos-Imperator-Drachen in Ultimate Rare hofft, ist hier leider Gottes bei dieser Folge falsch und sollte sich die vorherigen Folgen anschauen. Das ist hier wirklich mal was zwischendurch. Ich hoffe auch, dass das jetzt nicht zu lange braucht. Der erste Fanbrief, beziehungsweise die erste Abo-Post ist was zum Signieren und was für mich. Das ist abgemacht worden vom lieben Ludger. Davor möchte ich noch sagen, bevor da jetzt noch mehrere Leute kommen, das ist eine absolute Ausnahme. Sowas mache ich im Prinzip überhaupt nicht. Nur auf Absprache, nur ganz, ganz selten. Ich hatte bisher erst zwei Stück von der Sorte. Einmal Folge 19, das war richtig heftig. Hat auch ewig gebraucht mit viel Spenden und so weiter. Und das andere Mal war irgendwie ein Slifer, den ich signieren sollte. Weiß ich aber nicht mehr, welche Folge das war. Und das ist jetzt die dritte und für die nächste Zeit auch definitiv die letzte. Ich mache sowas prinzipiell nicht, da ich halt... das passt einfach nicht zu meinem Kanal und zu diesem Format. Aber ich habe es dem lieben Luther erlaubt und versprochen. Und deswegen schauen wir mal, was wir jetzt hier drin finden. Ich habe den Brief schon mal aufgemacht. Und das dürfte, ja, das ist der Rücksendeumschlag. Dann haben wir hier einen Zettel, einen Brief. Ach Gottchen. Herr Julian, ich hoffe, dir gefallen die Karten. Und wie findest du die Hüllen? Und wie viel kostet der Koffer? Liebe Grüße, Ludger. Ja, die Hüllen sind auf jeden Fall übertrieben nice. Ja, das sind die Blue Eyes Hüllen von Konami, richtig schön von der Optik her. Ich persönlich verwende ja die, wo hinten halt nichts drauf ist, von Ultra Pro. Ohnehin doppelt gesleeved, ne? Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, doppelt gesleeved, also einmal hier weiß small und einmal die normale Big Size. Übrigens übel hässlich das Monster. Und ja, genau, jetzt gucken wir mal. Kannst du behalten und bitte unterschreiben, dann schauen wir uns die auch mal als erstes an. Wir haben einen gefälschten Abyss Warrior, okay. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, Ludger, aber die ist nicht echt, die ist also ganz, ganz, ja, die ist definitiv gefälscht, nicht echt. Gut, dann haben wir einen DDD Vergessenskönig bis Ragnarok. Ziemlich overdesigned die Karte, wenn ihr mich fragt, ansonsten eigentlich relativ cool als Pendelmonster. Oh, ein Jinzo aus den Legendary Decks 2, das ist eine coole Karte, schöne Oldschool. Dann ein Ultra Rare Five-Headed Dragon, übertrieben krass. Und eine Spielmarke aus dem Token Pack 3. Ja, die kriegst du dann auf jeden Fall unterschrieben. Five-Headed Dragon ist auch eine übertrieben nice. Eine übertrieben schöne Karte, wollte ich sagen. Übertrieben nice halt vom Artwork her. Sehr schön. Damals auch sehr beliebt gewesen. Und dann schauen wir, was ich bekommen habe. Oh, sehr schön. Dracheneinheit Korseska aus Hidden Arsenal 4, sehr cool. Dann ein Lightly Played Sternenstaub Xiaolong? Oh Mann. Auch wenn ich finde, dass der jetzt optisch gar nicht zu den Sternenstaubmonstern passt, aber gut. Und zu guter Letzt einen Djinn, Verwalter der Rituale. Sehr cool. Da hatte ich mal eine Freundin, die hat diese ganzen Djinns übel gefeiert und ich feiere sie auch, richtig cool. Sehen eigentlich echt nice aus. Allerdings hätten die ein bisschen bessere Rüstungen bekommen können von der Optik her, finde ich. Doch, cool. Dankeschön auf jeden Fall, Rüdger. Sehr cool. Die Karten kriegst du natürlich unterschrieben. Wird allerdings ein paar Tage brauchen, bis ich sie dir zurücksenden kann, da ich aktuell ziemlich im Stress bin. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Trade. So, ich habe getauscht einen Magician of Black Chaos heißt er, glaube ich, in Ultimate, japanisch Plate und noch irgendetwas gegen diesen kleinen Stapel an Karten hier. Und was ich dafür bekommen habe, das zeige ich euch jetzt. So, zum einen haben wir einen Gear Gift Fusionsdrachen, unser erstes Exemplar. Also ich habe ja einiges aus Fusion and Forces gespendet bekommen, allerdings war der bisher nur ein... Moment mal, wir haben den schon ein oder zweimal, oder? Bevor ich jetzt Mist erzähle, also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also wir haben ihn auf jeden Fall noch nicht besonders oft, sagen wir es mal so. Richtig cool. Ist cool designed, steht aber auch schon kurz davor, als overdesigned bezeichnet werden zu können. Trotzdem, sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir einen Beschworener Raijin, genau die Beschworenen, das ist ein neues Thema, finde ich übel cool. Die Karten sehen richtig nice aus, das könnte so ein neues oldschool-artig anmutendes Thema werden. Richtig nice.
Dann haben wir einen Hungergift Fusionsdrachen aus dem Megapack 2017. Auch sehr schön. Habe ich schon ein oder zwei Stück. Ich glaube, aus dem Originalset auf jeden Fall. Und die Karte sieht auf jeden Fall cool aus. Ist auch schön designt worden. Dann haben wir einen blauäugigen Zwillingsausbruchdrachen. Ja, das ist ein richtig schöner Blue-Eye-Support. Den finde ich auch richtig cool von der Optik her. Passt auch einfach gut zu dem, Entschuldigung, dass das gerade so gewackelt hat. Das passt auch sehr gut zu den alten Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja, die neuen, die sind immer so ein bisschen mit den Neonfarben zwischendrin immer so ein bisschen fragwürdig gestaltet, sage ich mal. Das passt gar nicht wirklich so zum Oldschooligen, aber die passt echt super dazu. Ja, echt geil. Dann haben wir einen beschworenen Elysium. Die Karte, die ich irgendwie von der Optik her noch nie so ganz verstanden habe, ist das ein Schwanz und das da vorne der Kopf oder umgekehrt? Ich weiß es gar nicht, das ist ein Luftschiff. Also ich kann bei dem Artwork eigentlich nicht erkennen, was das darstellen soll. Von dem her kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Sieht halt, ja, es ist halt irgendwas auf dem Bild zu sehen, sag ich jetzt mal. Dann haben wir den beschworenen Magellantia, den finde ich mega cool. Einer der coolsten von der Optik her, finde ich. Sehr schön. Es gibt natürlich noch coolere, aber der gehört echt mit zu den coolsten. Allein schon diese Hand, die hier vorkommt. Nun, ich glaube, das da auf seinem Handrücken, das, was da so rausstrahlt, das ist dieses Zeichen von der Zauberkarte Beschwören, glaube ich. Richtig cool. Und da kommt, glaube ich, auch irgendwas raus. Da sieht man mal, wie groß dieses Teil eigentlich ist. Richtig krank. Dann den Pavianbrotbaum. Und zwar ein Super Rare. Sind tatsächlich unsere ersten zwei Exemplare, müssten das sein, genau. In Kamen habe ich sie natürlich ziemlich oft, aber in Super Rare noch fast gar nicht. Richtig schön. Cool, jetzt habe ich sie auf jeden Fall schon mal zweimal. Dann Maskierter Held Blast, ja. Von denen, also von maskierten Helden, halte ich jetzt eigentlich optisch gesehen nicht so viel. Mega nice auf jeden Fall. Trotzdem halt, dass ich sie da habe. Jetzt hat man mich gerade gerufen, jetzt war ich gerade ein wenig abgelenkt. Trotzdem, machen wir mal weiter. Als nächstes haben wir Nummer 22 Zombiestein aus Raging Tempest in Super Rare. Ich glaube, der müsste ja da auch sein. Dabei, den habe ich auch als Ultra Rare aus einer Manga-Promo auf Englisch. Da ginge, glaube ich, oh Gott, das ginge 8, 9 Euro oder waren es 10? Hab mich schon gefragt, wann der zu uns kommt. Und das ist einer meiner Lieblings-Xyz-Karten, weil das Artwork einfach ultra oldschool ist. Ja, also es ist eigentlich so meine Lieblings-Xyz-Karte überhaupt. Einfach weil die Karte aussieht, als wäre sie so ein Pyramidenwächter, irgendwie so ein Grabwächter oder so ein übernatürlicher. Richtig heftig cool. Dann haben wir Raubphonie in Secret Rare. Auch zweimal. Richtig cool. Raubpflanzen, auch ein neues Thema, das ziemlich oldschool daherkommt. Vor allen Dingen auch diese Karte. Man guckt mal hinten den Hintergrund auch an, den Background. Das sieht aus wie so von so einem Friedhof oder so. Richtig cool. Sehr schön. Dann haben wir Zodiac Katahan. Finde ich auch cool. Zodiacs finde ich im Allgemeinen sehr schön von der Optik her. Das ist jetzt sogar eine von denen, die ich etwas weniger schön finde im Vergleich. Also sie sieht schon cool aus, aber im Vergleich zu anderen Zodiac-Karten sieht sie jetzt halt weniger schön aus. Trotzdem extrem cool. Dann haben wir aus dem OP5 den Märchenschweif Schnee. Die geht, glaube ich, auch 3 Euro oder sowas. Ist auch unser erstes Exemplar. Und hier haben wir auch schon wieder die Sterne und alles glitzernd. Coole Sache. Dann haben wir nochmal ein Katahan. Dann chaotischer antiker Antriebsriese. Sieht zwar cool aus, hat aber nicht mehr viel von den tatsächlichen antiken Antriebsmonstern. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass die ganze Karte relativ blau wirkt. Trotzdem echt cool. Mega nice. Dann haben wir Tira, Quell der Zerstörung aus Raging Tempest. Sehr cool. Auch unser erstes Exemplar, glaube ich. Dann Delta Magnetkrieger, den haben wir schon ein paar Mal gespendet bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Hoppla. Ja, ich weiß nicht, Magnetkrieger-Support, ich persönlich finde, den hätte es eigentlich nicht gebraucht, man hätte das Thema ruhen lassen sollen. Ja. Es waren coole Karten, vor allen Dingen die ursprünglichen Magnetkrieger aus Duelist of Roses. Ich weiß nicht, warum man da jetzt anfängt, irgendwie das Ganze neu zu supporten. Also weiß nicht, ich habe ja nichts dagegen, wenn alte Themen ein bisschen supportet werden, aber nur noch alte Themen zu pushen und im Verhältnis mit einfach wenige neue Themen rauszubringen, ist für mich nicht so wirklich das Optimale. Dann Omega Beschwörung, gehört auch zu den Beschworenen und sieht einfach extrem krass aus von dem ganzen Artwork. Ich habe mir das sogar mal genauer angesehen. Im Prinzip sind das hier lauter diese ganzen, diese Embleme, diese Zeichen von der Zauberkarte Beschwören, wo das Monster rauskommt, also dieses Siegel, genau, Siegel nennt man es. Sind ganz viele von denen, aus jedem kommt ein anderes beschworenes Monster raus und ich muss sagen, das sieht einfach extremst nice aus, die Karte, richtig, richtig fett.
Habe ich, glaube ich, auch erst ein oder zwei. Dann Raubpflanze Taubblatthydra. Ja, das ist eine von den Raubpflanzen, die jetzt nicht so übermäßig cool aussehen. Eher so mittelmäßig. Man kann es sich mal angucken, sagen wir es mal so, aber es gehört jetzt definitiv nicht zu meinem Liebling. Dann haben wir Kuscheltier Oktopus. Ja, ist halt typisch für die Kuscheltiere, ein bisschen süß gehalten, eher so für die Mädchen, würde ich sagen. Trotzdem relativ cool die Karte, wenn man sich mal andere Kuscheltiere ansieht. Dann Buch des Gesetzes aus Fusion Enforcers, gehört ebenfalls zu den Beschworenen und ist natürlich auch eine übel geile Karte. Es gibt eigentlich fast keine Karte von den Beschworenen, die wirklich hässlich ist, außer diese eine Karte. Moment, die müsste im Effekttext drin, Aleister heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Genau, Aleister, der Beschwörer, der sieht scheiße aus. Den mag ich nicht. Das sieht richtig, der ist richtig dämlich designt. Da hätten sie was Besseres machen können. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine beschworenen Karten, sag ich jetzt mal so, die wirklich doof aussehen. Dann haben wir Marsch der dunklen Brigade. Richtig cool aus Court of the Duelist. Die hatte ich auch noch gar nicht. Da wusste ich gar nicht, dass es die gibt, um ehrlich zu sein. Sieht auf jeden Fall übertrieben nice aus. Ist wohl so ein lichtverpflichtender Support, aber richtig fett. Vom Artwork einfach richtig fett und auch ziemlich oldschool. Und zu guter Letzt haben wir aus Raging Tempest Drachenrufer Magier. Ja, die Karte sieht relativ cool aus, hatte ich bisher glaube ich auch noch nicht, wie bei vielen Karten der neuen Sets. Und ja, ist auf jeden Fall cool, dass die jetzt hier mit in der Sammlung ist. So. Das war's gewesen. Ihr könnt mir jetzt mal eure Meinung dazu dalassen. Wie fandet ihr die Sendung? Lasst Kritik da, bewertet das Ganze. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.